Wunderbar, dann starten wir auch. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Spielvereinigung Unterhaching gegen den SC Freiburg 2. Endstand 1:0. Ich begrüße ganz herzlich den Gästetrainer, Herrn Thomas Stamm, sowie unseren Cheftrainer Marc Unterberger und natürlich auch alle anwesenden Journalisten hier vor Ort. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gasttrainer. Ihr Fazit zu den 90 Minuten. Ja, hallo auch von mir. Erstmal Glückwunsch auch für meine Mannschaft zum Sieg. Ich habe eine Anfangsphase gesehen, wo Haching einen Tick besser, griffiger war, wo wir gerade mit Ball noch ein bisschen sauber waren. Kriegen wir dann auch nach einem schnellen Gegenstoß, wo wir einen Konter haben, das sauber ausspielen, das 1-0. Sind da nicht an den Leuten dran, also eine schlechte Gegneraufnahme danach. Fand ich immer besser ins Spiel gekommen, haben dann auch umgestellt gegen den Ball, waren griffiger, mehr Balleroberung gehabt und dann finde ich gerade die 15, 20 Minuten vor der Pause mit den Durchbrüchen, vor allem über unsere linke Seite, müssen wir, finde ich, den Ausgleich machen. Wir haben eine richtig gute Chance auch von Hamadi, wo kein Druck in den Kopfball bringt, wo wir frei stehen, eigentlich praktisch 1:1, ähnliche Situation wie es Haching hatte. Machen dann vor der Pause kein Tor. Dann fand ich eine ausgeglichene zweite Halbzeit. Wir haben hinten raus aufgemacht. Da gab es noch einen Konter. Plus, glaube ich, einen Eckball. Wo Haching gefährlich wird, ansonsten ausgeglichen. Und so haben wir enttäuscht. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen. Ich glaube, das wäre, wenn man gerade die 15 Minuten nimmt, vor der Pause mehr als verdient gewesen. Gehen wir ohne Punkte nach Hause, was extrem weh tut. Schütteln, gut regenerieren, für Pferd vorbereiten und dann da probieren, den ersten Heimsieg einzufahren. Dankeschön. Marc, wie hast du die 90 Minuten gesehen? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ich finde, kann das Fazit fast 1:1 mitgehen. Ich finde, dass wir, ja, ist angesprochen worden, sehr, sehr gut rauskommen. Nicht so wie in Ulm, sondern griffig sind, gute Balleroberungen hatten, noch nichts Zählbares. Vom Tor war dann, glaube ich, der Torschuss von Aaron Keller, den Uphoff abwehrt, Skalatidis dann den zweiten Ball aufschnappt und dann lang hinten auf Fetsch flankt, der köpft ein. Dann ist die Systemumstellung angesprochen worden, haben wir uns sehr schwer getan, hatten keine oder bis keine Zuordnung. Dann gerade im Zentrum haben sie immer wieder in die gefährlichen Räume gespielt. Ich glaube, wenn sie da zielstrebiger sind oder vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung vorne drinnen haben, kann es lichterloh brennen, weil sie es bis dahin sehr, sehr gut vorbereitet haben. Hat mich ein bisschen an unseren Auftritt in Ulm erinnert, wie wir dann da immer hängen geblieben sind. Zweite Halbzeit war dann für uns klar, wir müssen nicht, wir können einen Tick tiefer gehen, haben dann auch reagiert auf Freiburg, haben es mit zwei Spitzen, mit zwei engen Spitzen dann gelöst, waren dann auch defensiv deutlich besser und deutlich stabiler. Der Kopfball wurde angesprochen, der hätte sicher gefährlich werden können. Wir können es 2:0 nachlegen, Patrick Hopsch am langen Pfosten vorbei, Schuss von Krattenmacher, den Uphoff dann noch gut aus dem langen Eck holt und dann hinten raus der Konter, Fetschi alleine vom Tor steht, dann sicherlich das 2:0 sein dürfen. Im Großen und Ganzen war das für uns, wir haben so ein bisschen als richtungsweisendes Spiel ausgerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen gar nicht in diese Spirale reinkommen, deswegen gegen Freiburg 2 gewinnen, egal wie. Das egal wie, glaube ich, haben wir gut umgesetzt, weil die 3 Punkte hier geblieben sind, haben jetzt 31 Punkte. Ja, sind wahnsinnig froh, dass wir im neuen Jahr angekommen sind. Vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen. Von was machst du das ein bisschen abhängig, was das System anbelangt? Dann gerade zwei Spitzen vorne oder eben einen dahinter gezogen, die wir uns ja. Einmal den Hund kam, das eine zum Tragen, hat das alte System zugeschlagen. Ja, wir haben natürlich in der Vorrunde die Erfahrung gemacht, unter anderem im Hinspiel gegen Freiburg, dass du, wenn du Schwabel bei uns aus dem Spiel nimmst, schon die halbe Miete hast, weil dann weniger Flanken auf Hopsch und Fetsch kommen. So, und deswegen war im Trainerteam die Überlegung, wie können wir unser Spiel weiterentwickeln. Daraus ist dann die Idee eben entstanden, mit einer hängenden Spitze zu spielen und einem echten Neuner. Hat gegen Regensburg in der ersten Halbzeit phänomenal funktioniert, können, glaube ich, 2 oder 3:0 führen. Hat jetzt in Ulm nicht so funktioniert und die Fragestellung fürs heutige Spiel war einfach, in welche Schublade wollen wir greifen, und wir haben in die Schublade Wucht, Intensität, zweite Bälle, Flanken, den Gegner nicht zum Atmen kommen zu lassen.
Ist uns auch nicht 100% gelungen, muss man sagen, aber war schon viel dabei von dem, was wir für das Spiel sehen wollten. So, und jetzt geht es einfach für uns Woche für Woche darum, die Jungs auf den Platz zu schicken, die gut zu einem Gegner passen, die fit sind, die gut trainieren. Und ob das dann zwei Spitzen sind und ein Zehner oder ein Zehner und einen Neuner und zwei Sechser, das haben wir uns Gott sei Dank so weit erarbeitet, dass wir da flexibel sein können. Gibt es noch weitere Fragen? Marco, siehst du die Stärken der Gruppe? Flexibilität oder? Nein, die Stärken der Truppe sind, ich glaube, wir haben, weiß gar nicht, wie ich das am besten rüberbringen kann, aber wir haben sicherlich nicht die besten Fußballer, wenn ich andere Mannschaften anschaue, was da für Erfahrung drinnen ist, was da für Fußball teilweise gespielt werden kann. Dresden, Regensburg, selbst Ulm. Eine richtig gute Truppe. Wir haben viele junge Spieler dabei, die wir integriert haben. Wir haben einen wahnsinnig hohen Zusammenhalt in der Mannschaft. Ich glaube, man hat es auch heute gemerkt, es kann dann hinten raus, dann kommen viele lange Bälle rein, dann kommt man zweiter Ball, aber es ist immer jemand dabei, der sich nochmal den Fuß vorne reinbringt. Die Jungs sind geil, das Tor zu verteidigen, und das ist unglaublich viel wert, das ist manchmal sogar mehr wert, wie eine perfekte Ball- und Mitnahme, wenn du so eine Mentalität hast, und es geht bei René im Tor los und hört bei Fetschi vorne auf. Danke. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und euch und Ihnen allen noch einen schönen Abend.